Am Start ist heute die 42. Folge der Sendung über Tabletop- und Miniature-Wargaming-Spiele hier bei Rocket Beans TV. Und 42 ist ja nun mal die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest. Und genau deswegen werde ich mich heute mal ein wenig kritisch über unser Hobby äußern. Ich bin Dennis und das ist Dice. Moin Moin und herzlich willkommen bei Deist. Die 42. Folge ist ja schon was Besonderes. Wir als Nerds wissen natürlich, was das damit auf sich hat. Bevor wir aber dazu kommen, muss ich mich natürlich um all die Leute kümmern, die jetzt gerade bei Rocket Beans eingeschaltet haben und natürlich sich fragen, Tabletop, was das denn? Ja, dafür gibt es hier oben, da gibt es einen QR-Code, der läuft während der ganzen Sendung, den könnt ihr einscannen und kommt dann zu einer Playlist mit verschiedenen Videos, die euch erklären, was das Tabletop-Hobby ist. Und bevor ich jetzt jedes Mal immer das Gleiche am Anfang sage und ihr eigentlich nur die erste Rubrik sehen wollt, würde ich einfach mal sagen, gehen wir zu The News. Wir beginnen die News heute mit einer traurigen Nachricht. Wie der Heidelberger Spieleverlag diese Woche bekannt gab, ist Harald Bilz im Alter von 57 Jahren verstorben. Bilz war einer der Mitbegründer vom Heidelberger Spieleverlag sowie Verleger und Spieldesigner und unterstützte Fantasy Flight Games im Jahre 2010, damit diese sich die Star Wars Lizenz leisten konnten. Wenn ihr noch nie etwas von Bilz gehört habt, dann habt ihr aber mit Sicherheit etwas gespielt, woran er mehr oder weniger dran beteiligt war. Letzte Woche hatten wir das Thema Dropzone Commander, aber der eingefleischte Hobbyist weiß natürlich, dass bald ein weiteres Spiel aus dieser Welt kommt. Drop Fleet Commander. Das Spiel rund um Raumschiffkämpfe im Planetenorbit ist nun beim Verlag Martin Ellermeyer in der Vorbestellung. Man braucht also nicht mehr aus England bestellen. Night Models ballern uns wieder einige neue Superhelden oder Bösewichte um die Ohren. Neben den Dark Avengers, welche schon imposant aussehen, gibt es auch Boomerang und Diablo vom neuen Suicide Squad Film. Die Minis sehen echt schon geil aus, wobei ich glaube, dass da eine ganze Menge die Bemalung ausmacht. Interessant wäre mal, die Minis ohne Bemalung zu sehen. Zum Miniaturen- und Tabletop-Hobby gehört natürlich nicht nur das Sammeln, Basteln und Zocken, sondern natürlich auch das Bemalen der Figuren. Und in meiner Rubrik Der Bemaltisch oder nennen wir es mal ganz kurz das Atelier hier bei Deist, habe ich letztes Mal vor der Sommerpause eine Figur von Infinity the Game auf dem Bemaltisch gehabt und gesagt, naja, komm, wir sind noch nicht fertig mit der Mini, aber wir werden damit auch nicht mehr weitermachen. Viele von euch haben gesagt, doch, führ das doch mal bitte weiter. Und ich hatte gesagt, naja, dann kann ich das ja vielleicht in der Sommerpause machen. Habe ich leider nicht geschafft und deswegen machen wir es direkt hier in der Sendung weiter. Also nun kommt der dritte Teil der Bemalanleitung für den Piloten des Iguana der Nomads für Infinity the Game. Na gut, da wir jetzt wieder zurück beim Iguana sind, wir erinnern uns, dass wir das letzte Mal das Rot bemalt haben in mehreren Schichten und ich habe mir gedacht, naja, Arschlochfarbe Rot, das ist schon eine Sache, aber tatsächlich haben wir mehrere Farben, die in die Arschloch-Kategorie fallen würden. Zum Beispiel wäre das nämlich auch das Weiß. Darum kümmern wir uns nämlich heute mit einer ähnlichen Technik wie das letzte Mal. Als allererstes muss man, oder machen wir hier im Endeffekt, dass wir alle Flächen weiß bemalen. Beim Weiß ist immer die Schwierigkeit, dass Weiß eigentlich immer ganz schlecht deckt. Es kann durchaus sein, was heißt durchaus, es wird auf jeden Fall passieren, dass wenn ihr die Farbe aufgetragen habt und sie trocknet, dann scheint die Farbe, die da drunter ist, noch durch, so wie dort. Dementsprechend muss man mehrere Farben weiß auftragen. Das Problem ist, dass man gerne glaubt, dass man einfach die Farbe etwas dicker aufträgt und man dadurch eine bessere Deckkraft bekommt. Beim Weiß ist das, egal bei welchem Hersteller, wirklich immer ein bisschen schwierig, weil man dann sehr oft den Effekt hat, dass die Farbe klumpt. Und dann macht man da noch mehr Kacke mit. Das heißt, man muss da einfach in den sauren Apfel beißen und tatsächlich mehrere etwas dünnere oder zumindest gut flüssige Schichten weiß über die Stellen rübermalen, die man weiß bemalen möchte. Ja, da müsst ihr tatsächlich wegen der Konsistenz selber gucken, wie ihr das machen wollt. Da kann ich kein allgemein gültiges Mischverhältnis zu sagen, denn jedes Weiß von jedem Hersteller verhält sich immer ein klein wenig anders. So, was benötigen wir als erstes denn alles für dieses Tutorial? Wir brauchen als allererstes einmal ein Weiß. Ich benutze hier das Duncan Weiß. Ihr seht schon, die Verpackung hat ein bisschen gelitten, ist auch schon fast alle. Das Duncan Weiß finde ich in dieser Hinsicht sehr gut, weil es sehr matt austrocknet. Das ist gerade für so Grundfarben wie Weiß und Schwarz sehr gut.
Als zweites benutze ich eine Knochenfarbe bzw. ein Beige, um das Weiß ein klein wenig abzudunkeln. In diesem Fall habe ich das Mojave Weiß von Scale Color. Das sind alles Farben, die ihr schon kennt, wenn ihr meine Tutorials gesehen habt. Dann benötigen wir als nächstes ein Blau. Da habe ich das großartige Brain Eater Azur von Scale Color ebenfalls, von der Fantasy & Games Range. Und wir benötigen einen Verdünner. In diesem Fall haben wir das Thinner Medium von Vallejo. Natürlich könnt ihr auch immer die Farben von anderen Herstellern benutzen. Das ist, was ich hier sage, ist natürlich immer nur ein Vorschlag. So, und im nächsten Schritt werden wir uns wieder eine Lasur zusammenbasteln, ganz so ähnlich, wie wir das beim Rot gemacht haben. Wir nehmen einmal das ursprüngliche Weiß. Das ist der Grundton. Dann mischen wir ungefähr eine gleiche Anzahl Mojave-Weiß hinzu. So, macht doch nicht, wenn es ein bisschen weniger ist. Und am Ende setzen wir noch ein ganz klein bisschen von dem Brain Eater Azur dazu. So, jetzt verdünnen wir das. Wir machen im Endeffekt eine Lasur daraus. Wenn ihr wissen wollt, wie man eine Lasur macht, das wiederhole ich jetzt hier nicht. Dann schaut euch mal die Dice-Sendung an, die jetzt hier unten eingeblendet wird. Dort wird euch dann nämlich nochmal erklärt, wie man denn eine Lasur vernünftig macht. Und falls ihr nicht wisst, was eine Lasur ist, wird euch dort erklärt, was das genau ist. Nun fangen wir an, diese Lasur, das ist so eine leicht gräuliche Lasur, fangen wir an, auf die weißen Stellen aufzutragen, aber nicht überall, sondern wir gucken, wie bei den vorherigen Teilen in Rot auch, von wo könnte die Sonne kommen und wo könnte das im Endeffekt abgedunkelt werden. Das heißt, wir versuchen, dass es oben hell ist und nach unten hin, beziehungsweise zum Körper hin, werden die Sachen dunkler, beziehungsweise werden die Elemente dunkler und da können wir dann die Lasur auftragen. Es bietet sich auch an, jetzt gerade wenn man etwas größere Flächen hat, nicht unbedingt den kleinsten Pinsel zu nehmen, weil Lasuren müssen auch immer einigermaßen gleichmäßig aufgetragen werden. Und deswegen ist es auch manchmal ganz gut, seitwärts den aufzutragen. So, ich denke von hier oben hier unten wird es nach unten hin halt dunkler. Und das machen wir an allen weißen Elementen. Wenn das der Unterschied zu stark erscheint, machen wir den Pinsel einmal sauber und werden die Kanten einmal ein bisschen mit dem sauberen Pinsel ausbessern. So, und das Ganze machen wir ganze zweimal. Das heißt, wir werden diese Farbe jetzt zweimal nutzen, malen also einmal die Lasur rauf, warten, bis sie trocken ist und tragen sie ein zweites Mal drauf. So, zweimal die gleiche Schicht ist aufgetragen. Man sieht jetzt nur einen sehr leichten Dunkelschimmer. Das soll mir aber erstmal reichen, das ist auch ganz gut. Denn jetzt werden wir unsere Lasur nehmen und werden dann noch ein bisschen von diesem Blau reinmischen. Wichtig ist, dass ihr das Blau bzw. die Farben immer vorher ordentlich mischt. Es kann nämlich durchaus sein, wenn ihr sie nicht ordentlich mischt, dass die Farben dann eventuell zu stark glänzen oder sich ganz anders verhalten, als ihr wollt. Also könnt ihr euch zum Beispiel anspringen. Und diese Farbe tragt ihr jetzt ebenfalls verdünnt wie eine Lasur auf die Flächen auf. Immer überlappend mit den Flächen, die ihr vorbemalt habt. Aber ihr müsst von der vorherigen Farbschicht wie immer etwas übrig lassen. Im Endeffekt wieder Schichten, nur umgekehrt. Dass wir nämlich ins Dunkle gehen, anstatt ins Helle. Falls ihr euch jetzt fragt, Schichten, was will er davon? Ja, wird hier unten nochmal eingeblendet, wo ihr es nochmal nachschlagen könnt. Man kann natürlich, wenn man der Meinung ist, ja, Weiß muss man doch mit Grau dunkler machen, kann man natürlich auch normales Grau reinsetzen. Ich habe natürlich diese Blau-Beige-Farbe jetzt genommen, um der ganzen Geschichte ein bisschen mehr Lebendigkeit zu geben. Denn wenn man einfach nur Grau setzt, wirkt das alles irgendwie, ja, weiß nicht, irgendwie tot, also nicht lebendig. Ab und zu ist ein bisschen Farbe auch in nicht-organischen Materialien wirklich sehr gut und lässt das Ganze immer noch ein bisschen besser wirken. So, das ist dann das Ergebnis bisher. Und ich denke, ich werde jetzt nochmal einen kleinen Spritzer von dem Blau in die Mischung reinmachen, um dann nochmal wirklich die Vertiefung bzw. das Weiß, die dunkelsten Stellen des Weißes nochmal wirklich stark abzudunkeln, damit ich einen härteren Kontrast habe. Das ist jetzt natürlich eine Maltechnik. Die kann man ganz stark, ganz fein oder ganz grob machen. Ich mache das hier tatsächlich jetzt einigermaßen grob. Ich finde das teilweise ganz schön. Teilweise soll das aber ja natürlich auch fix gehen. Das sollen jetzt nicht unbedingt Miniaturen werden, die für die Vitrine sind, sondern auch ja, für den Spieltisch fertig werden sollen. Das heißt, man muss auch manchmal ein bisschen die Qualität zurückziehen. So, das hat auch schon mal einen schönen dreidimensionalen Effekt. Jetzt will ich noch zwei Sachen machen. Als allererstes möchte ich das Weiß ein bisschen ausbessern. Hier und da, finde ich, sind die Übergänge nicht allzu schön geraten. Das ist ganz normal, das passiert. Deswegen nehme ich jetzt nochmal mein Grundweiß und trage da ganz fein verdünnt ein bisschen was an den Kanten auf, wo die Farben ineinander übergehen. Das mache ich, um die Übergänge nochmal ein bisschen weicher zu machen und man dadurch weniger halt diese Farbabschlüsse sieht, ne? So kann man im Endeffekt die Übergänge immer nochmal ein bisschen weicher machen. Ich werde tatsächlich jetzt noch einen vorletzten Schritt machen, und zwar werde ich das Azurblau nehmen. Ihr seht, hier sind nämlich noch wirklich Vertiefungen drin, da so kleine Rillen. Die will ich nachziehen. Ich nehme das pure Blau, womit ich vorhin mein Dingens gemischt habe, meine Lasur gemischt habe,
verdünne den klein bisschen und male die dort rein, damit diese Vertiefungen logischerweise dunkler sind als der Rest des Elementes. Ich habe den ganzen nochmal einen Finish gegeben, indem ich mit dem ursprünglichen Weiß hier nochmal die Kanten ein bisschen nachgezogen habe, um den Abschluss ein bisschen zu finden und um die Elemente ein bisschen voneinander zu trennen. Ja, und dementsprechend sind wir auch grundsätzlich mit den weißen oder mit den puren weißen Flächen für diese Figur fertig. Das nächste Mal werden wir uns an das Grau ransetzen, an dieses Bläuliche und einfach an die anderen Elemente. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Maltisch und jetzt gibt es ein anderes Thema, habe ich gehört. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für den nächsten Beitrag müssen Sie ganz, ganz stark sein. Wie ich am Anfang schon sagte, ist die Zahl 42 die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest. Und zum ganzen Rest gehört auch das Tabletop-Hobby. Und dementsprechend wollte ich mich in dieser Folge mal etwas kritisch mit Teilen unseres Hobbys auseinandersetzen. Wer von meinem YouTube-Kanal schon die Rubrik Dennis Gedankengrütze kennt, weiß, dass ich in diesem Format öfter mal sehr deutlich meine Meinung über unser Hobby und die komplette Szene sage. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt mir gerade so diesen Chat hier angucke, dann passt das ja eigentlich auch wieder ganz gut, dass das vielleicht ziemlich angebracht wäre, einfach mal die Gedankengrütze hier in die Sendung zu bringen. Deswegen setzen Sie sich hin, atmen Sie tief durch und ich wünsche gute Unterhaltung mit Dennis Gedankengrütze zum Thema Preise des Hobbys. Ich möchte euch heute in diesem, ja, für die Sendung Deist ungewohnten Format einfach mal etwas erzählen, was mir am Herzen liegt, beziehungsweise was mich seit einiger Zeit doch ganz schön stört. Und zwar gibt es einige Vorurteile, die ich immer wieder als Hobbyist zu hören bekomme, und zwar hauptsächlich von Leuten, die halt, ja, in diesem Hobby nicht drin sind, deswegen sind es ja auch Vorurteile. Gerade wenn ich bei Rocket Beans TV bin und den Chat mir anschaue, während halt die Sendung dort läuft, da bin ich ja öfter mal dabei, um auf Fragen eventuell zu antworten, dann kriege ich manchmal so einen Hals und denke, meine Güte, ja, die haben gerade reingeschaltet, haben die vorigen Folgen nicht gesehen und sind dementsprechend auch nicht aufgeklärt, was einige Dinge betrifft. Wenn ich also zum Beispiel im Rocket Beans Chat drin bin und da sehe ich immer von irgendwelchen, ja, oft auch Witzbolden, dann Kommentare wie, ja, Tabletop ist ja sowieso viel zu teuer, hallo, du kannst ja das Hobby anfangen, wenn du 10.000 Euro ausgibst. Denke ich immer, ja, ist ja witzig. Überliest das mal, aber tatsächlich bekomme ich ganz oft von vielen Leuten auch Nachrichten, die sagen, hey, Dennis, ich habe voll Bock auf den ganzen Kram, aber ich habe das Geld einfach gar nicht zu, irgendwie wirklich Tausende von Euro auszugeben, um überhaupt mit dem Hobby anzufangen. Ich habe mehrere Videos mittlerweile schon rausgebracht, die findet ihr auch in dieser Playlist, die hier unten eingeblendet wird. In diesen Videos habe ich schon versucht, euch ein paar Mal beizubringen, dass das Tabletop-Hobby gar nicht mal so teuer ist, beziehungsweise der Start des Hobbys nicht so teuer ist, wie man sagt. Das Problem ist aber, dass die meisten Leute, die vom Tabletop-Hobby was gehört haben, hören oft von, und jetzt, nein, das ist kein Rant auf Games Workshop, aber die hören hauptsächlich von Warhammer 40.000 oder Warhammer-Spielern. So, die Leute, die immer schon ein bisschen länger dabei sind, man muss ja dazu sagen, dass ein großer Teil des Games Workshop-Hobbys es ist, Games Workshop zu hassen, auf Games Workshop einzubashen und komplett nicht selbstreferenziell mit dem Hobby umzugehen. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen und das ist ein großes Problem, finde ich, manchmal in dieser Szene. Denn diese Hobbyisten sagen meistens anderen Leuten, hör auf, brauchst du gar nicht, du musst irgendwie, keine Ahnung, hunderte von Euro ausgeben, damit du vernünftig spielen kannst. Hier, diese Armee hat mich jetzt 2000 Euro gekostet, dass die Leute meistens jahrelang daran sammeln, wird oft verschwiegen. Die Leute, die halt von außerhalb in das Hobby reinkommen, das sehen, denken immer nur, oh mein Gott, der hat 2000 Euro ausgegeben, irgendwie habe ich keinen Bock, so viel Geld auszugeben und so viele Figuren da stehen zu haben, um überhaupt spielen zu können. Das ist totaler Quatsch, Leute. Wenn ihr euch diese anderen Videos von mir anguckt, dann werdet ihr feststellen, dass es erstens auch noch andere Tabletop da draußen gibt, außer Games Workshop Spiele. Und ja, die werden gespielt. Und wenn sie halt nicht gespielt werden, aber ihr Bock auf das Spiel habt, dann sucht ihr halt jemanden und startet selbst mit ein paar Leuten das Spiel. So wie jetzt in der letzten Folge wir angefangen haben, zu viert War Machine und Horde zu starten. Das heißt, ein paar Leute werden sich immer finden. Viele Spiele bieten die Spielregeln kostenlos zum Download an. Da zahlt man schon mal gar nichts. Und eine Starterbox mit ein paar Figuren liegt normalerweise, ja, zwischen 30 und 70 Euro. Dazu kommt noch ein bisschen Bastelmaterial wie Messer, Cutter und Kleber und sowas in der Art. Das kostet aber absolut nicht die Welt. Und wenn man einfach nur zocken will und jetzt mal die Farben weglässt, dann
ist das wirklich günstig und dann kann man wirklich auch loslegen mit dem Spielen und hat keine 70 Euro ausgegeben. Und selbst Games Workshop ist mittlerweile total günstig geworden, denn gerade für Einsteiger bieten sie diese How to Collect oder Start to Collect Boxen an, wo sowohl für Warhammer Fantasy als auch, Age of Sigmar als auch Warhammer 40.000 kleine Starterboxen mit drin sind, die alle 65 Euro kosten. Das heißt, ihr könnt anfangen, das Spiel zu spielen für 65 Euro. Und wenn ihr einen Kumpel habt, der das eh schon spielt, dann habt ihr auch noch die Regeln dazu. Also der Anfang in das Hobby ist nicht teurer. Im Endeffekt ist es sogar günstiger als das Spiel mit einer Konsole. Das heißt, bei einer Konsole kauft ihr eine Konsole, PS4, gerade im Angebot, 250 Euro. Plus ein Spiel, so sind wir bei, ein günstiges Spiel, sind wir bei 300 Euro. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangt, zum Beispiel eine Start-Collecting-Box zu holen, holt euch nochmal das Regelbuch dazu, lasst das 60 Euro sein, plus Bastelmaterial, seid ihr bei 130 Euro, dann seid ihr immer noch bei der Hälfte als bei einer PS4 mit Spiel und ihr könnt auch mehrmals Spaß haben, denn ein Tabletop-Spiel spielt man ja nicht nur einmal. Und wenn jetzt irgendwelche Schlauberger kommen und sagen, ja Digga, aber was ist denn hier mit diesen Starterboxen, kannst du überhaupt nicht spielen? Falsch. Man kann damit spielen. Ich kann zum Beispiel nur sagen, damals aus meiner Erfahrung von Warhammer Fantasy wurde immer gesagt, auch in der 8. Edition, hey, mit 500 Punkten kannst du gar nicht spielen, das ist ja totaler Nonsens, da lohnt sich ja gar nicht, das Spiel zu starten. Und ich habe immer wieder gesagt, das ist vollkommen falsch. Mit 500 Punkten kann man ein Spiel fantastisch spielen. Wir haben sogar damals die spannendsten Spiele mit 500 Punkte gehabt, weil man wirklich nur ein paar Einheiten hatte und mit diesen Einheiten wirklich taktieren musste, um sein Ziel zu erreichen. Und wenn man gerade anfängt, sollte man sowieso mit wenig Figuren anfangen und dementsprechend auch wenig Punktzahlen spielen, weil man das Spielsystem erst kennenlernen muss. Das heißt, wer jetzt der Meinung ist, wenn ich das Spiel spielen will, muss ich Tausende von Euro ausgeben, um dann 500 Figuren zu haben, dann stellt sich mir die Frage, ob ihr beim Karate auch sofort in den Schwarzgurtkurs geht. Weil dann kriegt ihr auch am Anfang auf die Fresse und sagt, ja, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben, jetzt bin ich im Schwarzgurtkurs, aber ich kann nichts und kriege auf die Fresse. Das ist doch Quatsch, Leute. Also mal ganz ehrlich, jeder muss für sich selbst einsehen, dass er irgendwo Anfang braucht. Und der Anfang von einem Spiel ist nicht teuer. Und dann muss jeder selbst entscheiden, inwiefern er das Spiel erweitern möchte. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mein Spiel erweitern, ich habe meine Figuren fertig, ich habe sie ungefähr drauf und erweitere das, indem ich neue Figuren hole, wunderbar. Aber wenn jetzt jemand sagt, naja, meine Freunde sagen, ich kann damit nicht spielen, ich muss mehr holen und außerdem GW ist ja sowieso total scheiße, weil sie die Preise so hochsetzen für die Figuren und was die ziehen uns das ja aus der Tasche und die versuchen uns ja alle über den Tisch zu ziehen, dann sage ich, nein. GW ist eine Firma, natürlich. GW ist eine Firma und die ist darauf ausgelegt, Geld zu machen und nicht darauf ausgelegt, euch den Hintern zu pudern. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist denen egal, das ist eine Aktiengesellschaft. Dementsprechend muss man auch sagen, dass Games Workshop ja die teuersten, naja, fast die teuersten auf dem Markt sind. Ja? Aber ob ihr den Kram kauft oder nicht, ist immer noch eure Entscheidung. Das heißt, wenn ihr sagt, ey, die versuchen mich ja zu verarschen, die wollen viel zu viel Geld von mir, wie soll ich das Spiel denn jemals spielen? Dann sage ich, okay, fang mit dem Minimum an, spiel damit. Und wenn du der Meinung bist, sie ziehen dich über den Tisch und du kaufst immer mehr und beschwerst dich auch noch darüber, dass sie so teuer sind, sorry, dann liegt der Fehler nicht bei Games Workshop, sondern liegt der Fehler bei euch selber. Und auch bei mir, also, ne? Also bei uns allen, die es nämlich kaufen. Der alte Spruch, vote with your wallet, hat einfach hier Priorität. Ganz ehrlich, wenn ihr der Meinung seid, die Figuren sind zu teuer, kauft sie nicht. Kauft sie vielleicht gebraucht, dann kriegt ihr sie günstiger oder woanders. Aber wenn ihr der Meinung seid, sie sind einfach zu teuer, kauft sie einfach nicht, denn ihr braucht sie nicht zum Leben, ihr braucht sie nicht zum Atmen, zum Essen oder zum sonst was, es ist ein Hobby. Und dementsprechend müsst ihr jedes Mal selbst entscheiden, wie viel Geld ihr reinsteckt. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr werdet dazu gezwungen, neue Figuren zu kaufen oder mehr Figuren zu kaufen, dann ist nicht die Firma schuld, sondern ihr selber. Weil ihr dann vielleicht zu schwach seid, um euch gegen eure Freunde durchzusetzen oder der Versuchung nicht widerstehen könnt, die neuen Minis zu kaufen. Wenn man eine Figur kauft und das Geld dafür ausgibt, bin ich der Meinung, ist es einem das Geld auch wert. Das gilt natürlich auch für andere Hersteller. Games Workshop ist nur ein wunderbares Beispiel, weil halt die meisten Menschen gerne auf Games Workshop abhassen, weil es einfach auch der Branchenprimus ist. Man muss natürlich auch sagen, dass Privateer Press Modelle, wie zum Beispiel für War Machine und Hordes, auch ziemlich teuer sind. Aber wer das Spiel spielen möchte, wer die Figuren haben möchte, den ist der Preis einfach wert. Und da muss ich wirklich sagen, Leute, denkt mal über euer eigenes Hobbyverhalten nach und vor allem die Leute, die jetzt die ganze Zeit rumrennen und sagen, ich kann nicht Tabletop anfangen, das ist viel zu teuer, einen Kleinwagen muss ich dafür bezahlen. Ganz ehrlich, Leute, erst einmal informieren, bevor ihr von irgendwelchen Leuten irgendwas nachplappert. So. Viel geredet. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und hasst mich jetzt nicht weiter. Aber ich musste mir bei dem einen oder anderen echt mal Luft machen.
Puh, ich hoffe, das war jetzt nicht zu heftig und ich habe irgendwie alle Zuschauer verprellt und bin jetzt alleine hier auf dem Stream. Vorbei. Bevor ich mich aber verabschiede, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, ich hatte vor einigen Wochen ja gefragt, welche Figur ich in dieser Staffel noch bemalen soll, weil es sind ja 3 Ateliers noch offen und ich hatte 6 Figuren zur Auswahl gehabt. Davon sind mittlerweile nur noch 2 übrig, die ihr auswählen könnt, die ich bemalen soll. Zur Auswahl steht Archar, der Herr der letzten Tage von Warhammer Age of Sigmar, das ist der Penner, der die Warhammer-Welt zerstört hat, oder von Freebooters Fate, das dicke Piraten-Walross Franjo. Schreibt es unten in die Kommentare, beziehungsweise wenn ihr jetzt auf meinem YouTube-Kanal das Video schaut, seht ihr, dass oben links da irgendwo so ein Info-Button, so ein Infocard eingeblendet werden sollte. Dort könnt ihr an der Umfrage direkt teilnehmen und ich werde das auswerten und dementsprechend werden am meisten Votes bekommt, der wird dann von mir in der Sendung bemalt. So, jetzt ist Dice aber wirklich vorbei, versprochen. Wie immer, an dieser Stelle werde ich einmal auf meine Social Media Kanäle hinweisen, das heißt YouTube, Twitter und Facebook. Und ab Dienstag findet diese Folge übrigens auch auf meinem YouTube-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo gebt oder mir auf Facebook folgt oder Twitter. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt mit dem letzten nicht wirklich zu stark verprellt habe, weil sonst komme ich vorbei und da gibt es Krav Maga. Und das möchte wirklich keiner. So, ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Restprogramm der Bohnen. Wir sehen uns nächste Woche um 18 Uhr wieder hier bei Rocket Beans TV. Und ich gehe jetzt in die Sonne. Tschüss. Oh, macht das nicht wie ich, dass ihr, wenn ihr schnell arbeiten müsst, den Pinsel ableckt. Ablecken. Oh, diese Farbkombination ist eklig. Seit 2002 macht das Spiel aus den USA die Spieltische unsicher. Aufgrund des Artstyles und des deutlich gehobeneren taktischen Anspruches haben schon viele Space Marine Spieler die Lager gewechselt.